Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf AZ Gotthard Produces, das Ganze bei Voluptik und Jugglers. Wenn ihr Jugglers hier im Titel lesen könnt, gelesen habt, dann erwartet uns irgendwas Bewegliches. Safe, weil Jugglers ist für diese beweglichere Richtung bekannt. Dann gehen wir eben ganz kurz in die Infobox und dann starten wir mit AZ. So, dann wollen wir mal produziert. Haben wir schon gesagt, Video ist von Enter Media. So, was haben wir hier noch am Start? Irgendwas, was wir noch sagen können. Mix Mastering steht nicht drin, oder? Okay. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir rein. Checkt mal gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Ist aber auch lange her, dass wir dass AZ einen Solo-Song gedroppt hat, oder? Ich weiß, dass auf jeden Fall bei Albi, dass AZ zweimal auf dem Album ist, oder? Zweimal ist er auf dem Album, aber ein Solo-Song, das ist schon länger her. Ja, mir klar. War mir klar, dass das ja, Richtung Sommer gehen wird, weil Jugglers ist halt wirklich auch der Typ, der diese Beats produced und producen kann. So, alles klar. Dann wollen wir mal. Let's go, AZ, gib ihm. Schauen wir mal. Rein in den Club, mach Platz, wir kommen zu zehn. Mit Ballermann, alle Mann sollen uns sehen. Wisst ihr, was AZ richtig gut kann? Und das macht er ja hier gerade auch. Aggressiv rappen. Aber gleichzeitig auch so ein sommerliches Ding rausbringen. Zum Beispiel, das hier ist gerade voll was Beweglicheres, ne? So eigentlich was Beweglicheres. Aber er macht, mixt das sehr oft mit aggressivem Sound und das hört sich echt gut an bei ihm. Wollen wissen, woher wir kommen und wann wir gehen. Sag mir, wer hat ein Problem? Sag mir, wer hat ein Problem? Mein Freund, hier geht's um Donnen. Im Club Outfit Italy. Et tu tachif Shannonen. Okay, ja gut. Ich kann kein Albanisch, aber ich glaube, man braucht kein Albaner zu sein, um zu wissen, was da Chief Janonim heißt, ne? Wissen wir alle. Dann wollen wir mal. Okay. Janonen, Shiptari, Zihankari. Ich seh die Euros kommen. Sitz im F8 Ferrari. Hab alles, was sie wollen. Frag nur nicht nach Massari. Was sie wollen, ne, Massari. Das war auf jeden Fall ein Kreuzreim, den wir hatten. Und wie er den Reim nochmal schön betont hat, das hat mir gefallen. Das hat mir nochmal schön gefallen. Okay. Hört sich an, als wäre jetzt gerade so ein Wechsel reingekommen. Bin mir nicht sicher. Die Moe-Flaschen, ja, warum nicht, ne? Mach mir ne Michele, mein Vodka. Das ist die Hook, ne? Okay. Wahrscheinlich das, was er jetzt gerade in dieser Pre-Hook gesagt hat, das gleiche wird er jetzt in der Hook sagen. Uiuiui, wer ist das denn? Muss mich wieder konzentrieren. Und zwar, das, was er in der Pre-Hook sagen wollte, das wird er jetzt wahrscheinlich gesagt haben. Ach, halt einfach dein Maul. Er sagt das gleiche jetzt nochmal. Okay. AZ mit so einer schönen, höheren Stimme auch nochmal zu hören. Gefällt mir auch gut. Ich muss nochmal hier, gehen wir nochmal hier hin. Warum nicht? Ich meine, wir können ja von hier weiterhören, oder? Let's go. In the Michelin. Ich selber hätte gesagt, ich habe kein Albi, aber ich habe ein Albi. Ich weiß nicht, wieso ich gerade an Albi gedacht habe. Ne? Okay. Naja, kommt gut rein, kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut rein. Ich muss mich mal gerade ein bisschen wieder konzentrieren hier auf den Song. Wurde ein bisschen hier abgelenkt von dem Fahrrad im Hintergrund. Du verkaufst im Album drin. Ich brauch nur Jungs, die Eier haben und ein Kaffee. Sitz im AMG, kriminell, solange ich lebe. Ja. Heute geht's um Patte.
Das war geil. Das war eine richtig geile Stelle und da gehe ich nochmal zurück. Dieser abgehackte Style von ihm gerade kam so geil auf diesem Beat. Zu so einem Beat, wo die Drops so schnell aufeinander folgen, ist ein abgehackter Flow immer geil, Leute. Immer geil. Sowieso einer der Flows, die ich sehr gerne feiere, aber die hörst du oft von Deutschrappern auf Beats, die so unpassend sind. Aber hier hat's gerade gut gepasst. Sitz im AMG, kriminell, solange ich lebe. Mein Freund, hier geht's um Patte. Kontakte bis Napoli. Bring mir noch eine Flasche. Schütt sie aus Niklapolis. Bestellung nur auf Masse. AZ ist ein sehr vielseitiger Künstler. Sehr vielseitig auf jeden Fall. Weil er beherrscht Aggressives, er beherrscht Deepes, er beherrscht Sommerliches und er geht noch weiter und mixt Sommerlichem mit Aggressivem. Was willst du mehr? Sommerlich mit jetzt Deep würde nicht so passen, deswegen passt es so. Als Kind war vor Betoni 10.000 Seiten Akte und keiner redet Pussy. Poro sitte moshi goda Zeyena tu popore poshdona. Okay, letztes Mal. Ich find's auch so gut. Hier ist die Hook-Auswahl. Also wir haben die Hook jetzt zweimal gehört, ne? Hätte er die schon am Anfang reingepackt, fände ich's unpassend, weil das wäre dann zu viel. Sehr schöne Struktur. Part, dann Pre-Hook, Hook, Part, Pre-Hook, Hook. Zweimal die Hook gehört, reicht. Passt. Mach mir ne Michel in mein Vodka. Poro City Moshi Gota. Poro City Moshi Gota. Hit. Definitiv. Einen Hit wieder gelandet. Der Bruder ist einfach krass. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber stimmlich bringt er so viel Variationen mit. Flowtechnisch hat er Variationen mitgebracht. Lines passen auch. Von daher ein starkes Ding rausgehauen, meiner Meinung nach. Okay. Geiles Ding. Sehr geiles Ding. Schöner Beat. Also Volyptic und Jugglers haben echt einen stabilen Beat auf die Beine gestellt und AZ hat ihn sehr gut genutzt. Definitiv. Also würde ich jetzt hier irgendwie nichts haten oder negativ kritisieren. Auf gar keinen Fall. Doch, sehr guter Song am Ende von AZ, meiner Meinung nach definitiv abgeliefert. Schreibt mir gerne rein, wie ihr den Song fandet. Ballert mir weitere Vorschläge auch in die Kommentare, aber meiner Meinung nach abgeliefertes Ding von AZ, von der KMN Gang. Übrigens, täte mal wieder gut, was von den Jungs zusammenzuhören. Den Muschi gut an. Okay, Leute, das war's. Passt auf euch auf. Ich gucke hier nochmal eben, aber hier kommt wahrscheinlich nichts mehr. Ups, sorry, das war ein Fehler. Wartet. So, ja, okay. Manchmal sagt er ja dann zu mir, Mehmet, du musst bis zum Ende gucken. So, Leute, passt auf euch auf. Macht's gut, haut rein und ciao.